heute mal wieder spät auf, denn ich mache mir schon den ganzen Abend Gedanken, was eigentlich passiert, wenn ein Rettungswagen auf dem Weg zu einem Unfall selber einen Unfall hat. Um dem mal nachzugehen, werde ich mich morgen mal auf die Suche machen nach ein paar Antworten. Um meine Fragestellung von gestern Abend mal nachzugehen, habe ich mich heute an die Rettungswache von den Maltesern in Sigmaringen begeben und eventuell kann ich heute ja auch mal mitfahren. Ich bin jetzt schon unten vor den Umkleiden, gleich geht's nämlich los, aber davor muss ich mich natürlich umziehen. So, fertig umgezogen, dann würde ich sagen, los geht's. Ich bin die Christine, ich bin 20 Jahre alt. Und ich mache seit Oktober 2017 mein FSJ hier bei den Maltesern in Sigmaringen. Warum dann genau in Sigmaringen? Kommst du hier aus der Gegend? Ich komme aus Albstadt-Ebing, das ist ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde von hier weg. Aber ich war früher hier auf der Schule und bei mir im Zollernalbkreis war alles schon vergeben, also alle Plätze weg. Und deswegen hat sich Sigmaringen hier dann angeboten. Warum machst du denn das FSJ? Ich wollte eigentlich studieren, Medizin, bin aber wegen dem super guten NC nicht reingekommen und dachte dann mache ich das Jahr zum Erfahrungen sammeln und um zu gucken, ob ich über Blut sehen kann und wie das funktioniert mit Patienten und Notfällen und genau. Aber das FSJ war vor allem auch einfach, um zu lernen, wie man mit Patienten vielleicht auch umgeht, um auch Selbstbewusstsein ein bisschen aufzubauen, um einfach mal hinzustellen, zu sagen, okay, ich sag das jetzt so und dann läuft das so und ich übernehme die Verantwortung in dem Fall. Und ja, einfach, man muss sich selber, man baut seine Persönlichkeit auf und ja. Hier, was ist denn hier so besonders an der Wache? Für mich sind es auf jeden Fall die Mitarbeiter. Wir sind ein richtig cooles Team, alle sehr jung eigentlich. Wir verstehen uns alle super, wir sind viele FSJler. Was ist denn so ein typischer Tagesablauf bei dir? Ein typischer Tagesablauf. Wir kommen rein, wir ziehen uns um. Dann ist es natürlich sehr wichtig, seinen Melder quasi an den Gürtel zu spannen. Dann werden die Fahrzeuge als allererstes mal gecheckt auf Vollständigkeit und ob alles funktioniert, ob noch genug Kissen und Decken vorhanden sind. Ja, und dann geht man meistens, wenn noch kein Einsatz da ist, erstmal frühstücken ins Krankenhaus mit den anderen Kollegen. Oft ist aber dann auch schon ein Einsatz und dann entweder man rollt den ganzen Tag durch von Krankenhaus zur Wohnung. Haben wir verschiedene Tagesaufgaben, die wir immer erledigen müssen, wie zum Beispiel ein Auto putzen oder ein Auto von innen desinfizieren, was wir wirklich auch täglich machen. Und genau, so vertreiben wir unsere Zeit dann. Wie würde es denn jetzt ablaufen, wenn ihr zum Beispiel auf dem Weg zu einem Einsatz einen Unfall habt? Also das kommt schon mal öfters vor, als man eigentlich denkt. Und man geht dann einfach so vor, dass man der Leitstelle quasi, man funkt die Leitstelle an und sagt, hey, uns ist was Blödes passiert, wir stecken hier fest oder es ist ein Unfall passiert. Und dann weiß die Leitstelle das und sucht sich dann einfach ein anderes Fahrzeug, wenn wir nicht mehr fahrbereit sind. Wenn es aber nur ein Kratzer ist oder eine umgeknickte Laterne und wir weiterfahren können, dann hat der Patient natürlich Vorrang und wir fahren weiter. Ansonsten muss eben ein anderes Fahrzeug einspringen. Aber das wird alles von der Leitstelle organisiert.